Seid alle ganz herzlich gegrüßt. Heute wollte ich über ein Thema sprechen oder zumindest anschneiden, und zwar, was uns jeden Menschen, was ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen ist, und zwar über die Freiheit. Ich wollte aber nicht über die Freiheit, die Glaubensfreiheit reden, sondern über die Freiheit eines jeden Menschen persönlich. Wenn wir zum Beispiel jetzt die Flüchtlinge angucken oder was in der Welt passiert, wieso flüchten die? Es gibt so zwei Hauptgründe, wieso sie von ihrem Land flüchten. Es ist einmal die Freiheit und einmal der Lebensstandard. Sie denken, es wird besser, wenn sie woanders leben. Dann haben wir, zum Beispiel kennen wir alle die Freiheitsstatue, die bei New York. Die symbolisiert auch die Unabhängigkeit. Ja? Von irgendwas sich frei machen und unabhängig sein und der eigene Herr sein, sozusagen. Jeder Mensch strebt nach der Freiheit, ob er frei ist oder nicht, aber der, der die Freiheit nicht hat, der träumt davon. Und so, was ist eigentlich Freiheit, wenn wir so die Definition uns angucken, die Freiheit? Die Menschen, die behaupten, Freiheit wäre eine Unabhängigkeit oder sich nicht unterdrückt werden in Freiheit oder ohne Zwang von vielen Möglichkeiten oder von allen Möglichkeiten ohne Zwang zu entscheiden zu können. Das ist für die Menschen die Freiheit. Das ist einmal, wie gesagt, die Handlungsfreiheit, dass man tun kann oder darf, was man für richtig hält. Oder dass der Zustand des Lebens, also nicht gefangen zu sein, das ist die Freiheit. So sagt es die Welt. Aber Gott hat ganz bestimmte auch Sichten von der Freiheit. Und diese Sichten wollen wir jetzt uns kurz vorlesen aus ein paar Versen. Und zwar, die Bibel spricht durch den Apostel Paulus über die Freiheit der Christen. Lasst uns lesen zwei Verse, einmal aus 1. Korinther 6, 12 und dann 1. Korinther 10, 23. Also 1. Korinther 6, Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Und aus Vers 10, den 23. Vers, oder Kapitel 10, Vers 23. Alles ist mir erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles baut auf. Wenn wir das gelesen haben, so müssen wir eins feststellen. Das sind keine Gebote, das sind auch keine Gesetze. Es sind Hinweise und Warnungen. Und das ist die erste Freiheit, die Gott uns gibt. Und diese Freiheit, finde ich, ist so gewaltig, dass jeder Mensch frei entscheiden darf, welchen Weg er geht. Jeder Mensch darf frei entscheiden, wie er zu leben hat oder wie er sein Leben gestaltet. Und diese Freiheit, die nimmt Gott dir nicht, denn diese Freiheit überlässt Gott allen Menschen. Und deshalb ist um diese Freiheit, manchmal denkt man, das ist zu viel für einen Menschen, selbst zu entscheiden. Will man den guten Weg gehen oder den bösen Weg oder wie man zu leben hat. Aber genau so groß die Macht, die Gott uns gegeben hat, so groß ist auch die Verantwortung für das, was wir machen. Das ist als erstes. Als zweitens, wenn wir merken, geht es hier, aber es ist nicht alles nützlich. Man darf zwar alles machen, aber es ist nicht alles nützlich. Andere Übersetzung sagt, nicht alles dient zum Guten. Und wenn wir das uns so betrachten, dann ist nicht gut heißt schlecht und schlecht heißt lieblos. Oder wenn nützlich, nicht nützlich heißt schädlich und schädlich ist auch lieblos. Und in dieser Liebe merken wir ein Gesetz, das Gott uns gegeben hat. Du darfst alles machen, aber eins darfst du nicht vergessen, die Liebe. Und das größte Gebot wissen wir alle, es ist Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Deshalb tue alles, aber vergesse die Liebe nicht. Und dann der dritte Punkt. Aber es soll dich nichts gefangen nehmen oder beherrschen. Das ist auch ein sehr großes Thema, aber ich will es nur kurz anschneiden. Es geht auch um die Knechtschaft an jeden Menschen. Es geht auch um die Sucht. Nicht jetzt, wo man vielleicht gefangen ist, um die Knechtschaft, sondern an jedem Mensch persönlich, die Knechtschaften, die er hat. Und die Welt verkauft es als Freiheit. Zum Beispiel gab es früher eine Werbung von Zigaretten, wo man sagt, wenn man frei ist, unendliche Weiten, ein Cowboy auf dem Pferd, das ist Freiheit mit einer Zigarette im Mund. Oder im Alltag, wenn wir schön gearbeitet haben und nicht jeder hat die Freiheit, abends noch eine zu trinken
Und diese Freiheit, die schätzen heute die Menschen. Das nennt man Freiheit. Oder unser Lebensstandard. Wenn wir merken, den Lebensstandard, den wir hier heute führen, an wie viele Bindungen sind wir gewohnt, damit wir den Lebensstandard halten können? Und da, um von diesem frei zu werden, das können nicht alle. Aber Gott sagt, lass dich von nichts gefangen nehmen. Und von Unzucht und Unmoral ganz zu schweigen. So verkauft es die Welt. Und das ist keine Beherrschung, keine Kontrolle, die jeder Mensch über sich selbst hat. Die überlässt er den anderen. Und Gott sagt, tue alles. Du darfst alles. Aber lass dich von nichts gefangen nehmen oder von nichts beherrschen. Und der vierte Punkt ist, aber nicht alles baut auf oder erbaut. Nicht alles erbaut. Und was nicht erbaut, das zerstört. Und hier ist nicht nur unser leiblicher Körper an unseren leiblichen Körper gedacht, sondern auch an unseren geistlichen Zustand. Alles, was wir machen, was unseren geistlichen nicht erbaut, das zerstört alles. Und davon sollen wir auch frei werden. Wenn wir denken, allein unsere Gedanken. Wie viel zerstören wir mit unseren Gedanken? Uns selbst oder vielleicht die anderen? Oder Worte. Wie viel zerstören wir durch unsere Worte? Uns selbst oder andere? Denn nur Gott kann uns die richtige Freiheit geben. Nur Gott schenkt uns das. Das, was die Welt uns anbietet, was die Welt uns verkauft, das ist ein Schein der Freiheit. Die Freiheit, die wir in Gott haben, leider verstehen es die Christen sehr viele nicht. Man sagt auch, oder die Kinder, den Kindern wird es beigebracht, du darfst nicht. Und dann sagen die Kinder, ja, wir sind Christen, wir dürfen nicht. Nein, wir dürfen alles. Aber für alles werden wir Verantwortung tragen. Und das müssen wir lernen. Nicht alles ist gut, nicht alles erbaut. Und deshalb hat Gott auch drei Prinzipien von dieser Freiheit. Erstens, verlasse die Liebe nicht. Denke immer, egal was, an was du tust, an die Liebe. Und das zweite, die Beherrschung. Kontrolliere und beherrsche dich. Denke an dich und an andere. Und das dritte ist die Aufarbeitung. Und in dieser Aufarbeitung ist Freude und Friede und alles mit dabei. Und nur das bringt Segen, wenn wir uns an dieses alles halten. Denn bei Gott, auch wenn man gefangen ist, irgendwo in der Welt, bei Gott kann man frei sein. Oder wenn man mit Gott nichts hat, aber man ist doch, man hat alles. Man besitzt alles und auch die Freiheit. Und ich wollte abschließen mit Galater 5, den ersten Vers. So seht nun in der Freiheit. So steht nun in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wiederum unter das Joch der Knechtschaft bringen. Einmal ist es, wie gesagt, über die Sünde. Wir sind frei von der Sünde. Jesus hat uns freigemacht von der Sünde. Das andere ist freigemacht vom Gesetz. Und das dritte ist, aus der Welt rausgezogen. Das sind wir. Wir sind Christen. Gott hat uns aus der Welt, Gott hat uns berufen und aus der Welt freigemacht. Von der Welt freigemacht. Wir leben in der Welt. Aber wir sollten nicht alles das, was die Welt macht, mitmachen. Und deshalb ist es so wichtig zu erkennen und nicht verblendet sein. Von dem nicht alles mitmachen, was die Welt uns bietet, sondern sich an Gott wenden, an Jesus Christus, denn alleine schaffen wir es nicht. Alleine vergessen wir viel zu viel. Wir merken es gar nicht. Aber mit Jesus Christus, wenn wir das Wort Gottes lesen und uns an das Wort Gottes und an Jesus Christus halten, so werden wir merken, wie viele Fehler wir doch manchmal machen und wie viele Schattenseiten wir doch haben und nicht dieses reflektierende Licht, das wir sein sollten von Jesus Christus. Und deshalb will ich uns einfach wieder appellieren, nicht zu vergessen, dass wir Christen sind, dass wir andere von diesem Licht erzählen sollen. Anderen erzählen sollen von der wirklichen Freiheit, die ohne diese Welt passiert. Wenn man auch nichts hat, so kann man doch alles besitzen. Und das schafft man nur in unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Lasst uns zusammen noch beten. Wer will, kann beten. Ich werde dann abschließen.